Oh Leute, hier mal ein paar richtige Unicorns. Seid ihr bereit? Die Tür ist tatsächlich 2,18 Meter hoch, ne? Ich wie gesagt wieder 1,80. Schon crazy, ne? Der Königsegg Jesko Track. Da seid ihr, steht's auch drauf. RS 3,8 Liter. Hi, das sind hier und willkommen zur Essen Motor Show 2022. Endlich wieder Essen Motor Show ohne diesen faden Beigeschmack, den wir so die letzten Jahre hatten. Deswegen freue ich mich ganz besonders hier zu sein. Ich dachte, ich nehme euch heute einfach mal mit und zeige euch so ein bisschen meine Highlights. Wir nehmen einfach mal den Vibe der Messe auf. Und im Hintergrund haben wir auch schon direkt alle drei an, wenn ich mal durchlinse. Und es wird einfach nur traumhaft. Deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los. Wir sind jetzt ungefähr 10 Meter gelaufen. Ich muss ehrlich sagen, es geht jetzt hier schon direkt ab mit Sachen, was ich euch zeigen muss. Nämlich mal, mittlerweile kommt ja auch diese Truck- und Pickup-SUV-Szene immer mehr nach Deutschland. Wir haben jetzt zum Beispiel Militär mit einem richtig geil gemachten Dodge Ram. Also wenn wir mal ein bisschen näher gehen, müsst ihr euch mal anschauen. Dann ist die natürlich komplett höher gelegt, ganz wild gemacht. Und wir haben jetzt hier einfach so einen Carbon-Breitbau gemacht. Wir haben einen Carbon-Grill, komplette Innenraums gemacht. Mal schauen, ich bin 1,80, ne? Es ist unfassbar, so ein Teil auf der Straße zu sehen. Und da drüben geht es auch wild weiter. Hier ist nämlich die Mercedes Fanworld. Und hier haben wir direkt den AMG GT3. Was ist schon wirklich unfassbar, ist das Auto hier zu sehen. So ein breites, krasses, unfassbar krasses Auto. Also normale AMG GTR oder GT überhaupt, das ist ja schon wirklich krass. Aber so ein GT3 ist wirklich Wahnsinn. Und was ich euch halt auch besonders nochmal zeigen wollte, ist, weil wir dahinter nämlich den AMG GT Track Series haben. Das ist quasi... Ja, wie soll ich sagen, so für den Kundenmotorsport ist Auto quasi gedacht, der ist auf 55 limitiert und eigentlich halt auch eine ziemlich geile Wahl für die Leute, die jetzt ein Auto halt wollen von Mercedes und damit hauptsächlich auf der Rennstrecke fahren, die jetzt kein Black Series oder so wollen. Das ist halt eigentlich genau das richtige Auto, weil das dann wirklich rein auf die Rennstrecke gemacht ist. Wenn man nicht mal ein bisschen näher gehen, dann ist das wirklich krass. Also man sieht ja vorne viele Elemente halt auch vom GT3. Ist halt schon sehr, sehr anders. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch die AP Racing Handbremse, dann hier drin natürlich auch mit der Kühlung, wie sie aber auch der Black Series hat. Aber wenn man zum Beispiel... Das ist halt alles Rennwagen. Wir haben hier Makrolonscheiben mit einem Carbon-Zierrahmen, wir mit den ganzen Sicherheitselementen, mit den Vollschalensitzen, mit dem. Das ist wirklich ganz andere Nummer. Also ein wirklich richtig krasses Auto. Das hat einfach mit einem normalen Black Series gar nichts mehr zu tun. Deswegen super, super krass, die beiden Autos hier nebeneinander zu sehen. Okay, gehen wir weiter. Wir sind hier gerade bei Lackers und der hat hier tatsächlich einen Lexus LFA offen dargestellt. Hier kann man nicht mal richtig geil sehen, wie besonders dieses Auto ist. Wir haben nämlich ein komplettes Carbon-Monocoque bei diesem Auto. Vorne natürlich mit diesem legendären von Yamaha entwickelten 4,8 Liter V10 Sauger mit 560 PS. Ne? Traumhaft schön. Hier siehst du das mal, wie es da quasi mit davor geht, mit den ganzen Wasserleitungen hier, den Einlässen für die Kühler, die hinten dran sind und so weiter. Also dieses Auto ist eine absolute Legende und dann, boah, also unfassbar. Und hier zu sehen direkt hinten dran noch einen zweiten, das ist schon echt krass. Die Autos werden auch momentan für einen Preis gehandelt, das ist unfassbar. Oh Leute, hier mal ein paar richtige Unicorns, seid ihr bereit? Also R35 GTR Nismo SE, one of five weltweit. Also wirklich krass, das ist eigentlich so die absolute Endstufe vom R35 GTR. Komplette mit der Carbon-Haube, mit den ganzen Carbon-Elementen, mit den ganzen Nismo-Anbauteilen etc. Mit der Keramikbremse, was er auch drauf hat, wenn wir mal da schauen. Also es ist wirklich der vollkommenste GTR, den man eigentlich finden kann. Wirklich absolut wunderschön. Und wie gesagt, nur 5 Exemplare. Ne? Echt krass. Und dann geht es ja direkt wild weiter. Hier haben wir nämlich noch den R35 T-Spec. One of one in EU. Es gibt nur ein Stück in EU. Und der steht hier. Und dann geht es noch genauso krass weiter, denn hier haben wir nämlich noch den R35 GTR als Midnight Opal Edition. Ebenfalls One of One, wie man nämlich sieht, eine sehr, sehr dunkle Variante von Midnight Purple auf dem R35 GTR. Ziemlich, ziemlich krass. Guck mal hier, grün. Alle drei Autos da nebeneinander. Richtig krass. Und wenn das nicht reicht, beziehungsweise wer lieber so den Fable für die alten Autos hat, geht es jetzt richtig ab. Nämlich hier, wenn du mal rüberschwenkst. R34 GTR Wiesbeck in Midnight Purple 3. Das ist eigentlich so wirklich das absolute Unicorn. Übrigens, hinter der Kamera haben wir auch den Chris. Der ist so der Grüße euch. Also ich habe schon gesagt, die Messe kann ab jetzt nur noch bergab gehen. Ich habe meinen Lebenstraum hier gesehen. Ich habe meinen Traumwagen gefunden in der Spec. Es kann nur noch bergab gehen. Also es ist wirklich krass, dieses Auto hier zu sehen. Unfassbar krass. Einer von 232 Stück weltweit. Unglaublich schön. Und nebendran geht es genauso weiter. Ich habe direkt noch ein R34 GTR in Midnight Purple 2. Beide Autos hier nebeneinander zu haben. Schau mal, wie wir das wirken lassen. Das sind echt die besondersten Skylines im GTRs überhaupt hier auf einem Fleck am Chromecast stand. Echt krass. Also, man muss wirklich sagen, die Qualität hier an der Essen Motorshow ist wirklich immer wieder Sahne. Weiter geht's.
Und wir machen direkt weiter hier am BMW-Stand, nämlich mit einer quasi Vorstellung eigentlich vor dem neuen Auto, nämlich dem neuen BMW M2. Und ich muss wirklich sagen, ich bin absolut impressed, was für ein Vieh das Auto geworden ist. Ne? Für das, dass es ursprünglich mal ein 2er BMW war, also es ist wirklich krass. Weil lass uns mal jetzt diese Frontür drücken. Das ist mal wirklich krass. Und direkt nebenan haben wir ja auch den neuen M3 Touring, den ich wirklich ganz, ganz, ganz tief in meinem Herz habe. Also dieses Auto so als Daily, unfassbar süß. Auch noch in der Farbe, wirklich traumhaft schön. Aber ich muss sagen, das Teil wirklich, das ist von den Proportionen, von der Mächtigkeit eigentlich ebenbürtig dem M3 bzw. M4. Ja, wie gesagt, haben wir jetzt komplett ausgestattet, auch mit dem Performance-Part. Und vorne gefällt es mir auch ziemlich gut, hier mit den ganzen Carbon-Elementen. Wenn wir jetzt mal durchgehen, hier haben wir auch die M-Performance-Faden. Guck mal hier, das sieht mal ziemlich fancy aus, oder? Ja, es sieht ziemlich aus. Gehen wir mal weiter. Schauen wir mal im Schnelldurchgang. Hier haben wir den Spoiler, den finde ich, ja, weiß ich nicht. Ja, und halt wieder die neue Abgasanlage. Ist Geschmackssache. Ich muss ehrlich sagen, mich holt es jetzt nicht so ganz ab. Ich mag es eher, wenn die schön so nebeneinander sind, ehrlich gesagt. Aber nichtsdestotrotz ziemlich geil. Und auch trotzdem, das Heck hat ebenfalls wieder eine schöne voluminöse Pracht. Der steht da einfach geil da. Die breiten Backen, die wir da haben. Also ich muss so unterm Strich echt sagen, M2, top. Dieses Auto wollte ich auch nochmal mit euch angucken, nämlich den M4 von den Drift Brothers. Eine ziemlich coole Nummer von BMW, die Jungs zu unterstützen, halt quasi an sich den Driftsport so ein bisschen zu unterstützen. Da haben sie einen M4, den quasi bereitgestellt, den sie komplett umgebaut haben für die Drift-Series. Und es sieht halt schon wirklich super, super crazy aus. Hier mit dem Sportspace, Spritzvorteil. Wollen wir weitergehen. Ja, ein eingebautes Seitenteil. Also nochmal viel breiter als der Serien-M4. Die innen drin natürlich alles gestrippt und so weiter, halt für den Nutzen quasi halt auch abgestimmt. Und eine richtig krasse Sache an dem Auto ist nämlich das hier. Die Abgasanlage hier oben. Das ist schon wirklich krass. Vor allem die Jungs fahren ja auch mit einer ganz besonderen Art von Anti-Lag quasi. Damit sie nämlich die Turbos halt immer auf Trab halten, weil die Bauer hat. Ich bin mir echt da gerade immer sicher, 700-800 PS oder sowas, haben sie natürlich auch relativ große Lader. Und dass die hier immer ansprechen, haben die ein Anti-Lag-System, was quasi immer aktiv ist. Das heißt, sobald die vom Gas runtergehen, kommen da hinten Flammen raus ohne Ende, um den Motor auf Trab zu halten. Das ist wirklich super krass. Und den hier zu sehen. Und eine Sache habe ich auch noch. Aber zum Beispiel hier liegt das Carbon-Teil schon direkt am Reifen an. Ja, ist halt alles. Alles super crazy, aber auch mega geiles Auto hier zu sehen, ne? Muss man sagen. Ah, nice, Sven, gerade den neuen Regato sitzt, der enthüllt. Hier sehe ich JP, Philipp Kitz und Timo Werner. Schon mal schnell. Kommt angeschossen. Geht gegen die Lehne und dieser Sitz wird euer Leben retten. Das ist natürlich echt cool, ne? KTM X-Pro GT2 hier mit der Kuppel, die nach vorne ausfährt. Muss schon ein krasser Move sein vom Supermarkt. Ah, auch ziemlich geiles Auto, habe ich zwar schon in einer der letzten Videos, wo wir auf dem PFF-Treffen an der Motorrad waren, gezeigt. Nämlich hätte 992 GT3 MR, aber ich muss einfach nochmal diese wunderschöne Manta Racing BBS FIR-Felge zeigen, wie wunderschön es ist. Diese Felge auch noch in den Neodym-Farbton auf dem Auto aussieht, oder? Traumhaft mit der PCB, hier noch mit den grünen Manta daneben. Dann haben wir das komplette MR-Kit, heißt auch Fahrwerk, Spoiler, Faden, die Aero-Discs sind dran und noch so ein paar Aero-Teile quasi mit dabei. Echt ziemlich, ziemlich cool. Auch noch direkt Cup 2R. Geil. So, fürs Nächste habe ich mir die Kamera geschnappt. Wir sind wieder in Halle 2, wo viele ja, Autohändler etc. da sind. Hier haben wir zum Beispiel Brabus Classic, hier mit den wunderschönen alten Mercedes, hier mit der Pagode. Hier unten dran noch mit dem SE Cabrio. Wunderschöne Autos sind natürlich an einem 1++-Zustand, aber das wirkliche Highlight für mich ist wirklich der Sia-Stand hier dran. Jedes Mal aufs Neue haut es mich komplett um. Wenn ich jetzt mal nach unten schwenke, geht es nämlich schon direkt krass los. Nämlich hier, bumm, der AMG GT Black Series. Hier wunderschön in Silber. Vorne sieht man ziemlich gut den externen Frontsplitter. Und hier hinten dran geht es weiter mit dem ersten Hypercar, dem Bugatti Veyron. Eine mittlerweile ziemliche Legende, kann man sagen. 8 Liter W16 Motor, 16 Zylinder in einer tatsächlich recht überschaubaren Größe. Also man merkt einfach, früher waren die Autos doch echt noch mal kompakter. Also schauen wir hier mal den Black Series und hier den Veyron. Der wirkt eigentlich schon echt zierlich, ne? Und hat einfach doppelt so viele Zylinder wie der Black Series. Das ist schon wirklich krass. 1001 PS, was auch zur damaligen Zeit wirklich unglaublich war. Und hier ist wirklich schon eigentlich so mit das bisher krasseste und besonderste Auto. Der Königsegg Jesko Track. Unfassbar. Ich meine, das ist noch ein Prototypenfahrzeug, aber wenn man sich auch mal die Spec und so weiter anhört, dann 5 Liter Flatplane V8 Biturbo mit 1279 PS mit Super Plus und 1600 PS mit E85. Ein wahres Hypercar. Einer von 125 Stück. Das sind wirklich super wenige. Und parallel gibt es natürlich auch noch den Jesko Absolut, der quasi mehr auf Topspeed gerichtet ist. Der ist ja die wahre Track-Variante, auch mit dem inneren Spoiler. Das sieht halt schon wirklich super wild aus. Mega, mega cool.
Und auch Wahnsinn, wie nah man an das Auto jetzt mal rankommt. Ich könnte ihn theoretisch schon fast anfassen. Hier, guck mal hier mit der Carbonfelge. Da vorne dem Splitter. Königstedt waren eigentlich auch so die ersten, die Carbonfelge so wirklich erfunden und entwickelt haben. Ne? Wirklich krass. Und dann hier innen drin, hier, boah, mit dieser Glaskuppel, so wie in den Rennwagen, ist echt Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Was ein besonderes Auto, oder? So, und hier haben wir das für mich momentan verrückteste Auto, was es auf dem Markt gibt. Den Apollo Intensa Emotione. Einer von nur 10 Stück, die gebaut werden sollen. 2 Prototypen davon. Das ist doch einfach unglaublich, wie dieses Auto aussieht. 6,3 Liter V12 Sauger mit 790 PS. Unfassbare Designsprache. Absolut unglaublich. Hier schaut man diesen, ich wollte schon sagen, Bicolor, Tricolor, keine Ahnung, wie viele Farben. Das ist ja unfassbar. Allein schon diese Lackierarbeiten hier, wo man trotzdem noch das Carbon durchsieht etc., das ist ja wirklich krass. Also man weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ist einfach nur crazy. Crazy, crazy, aber bildschön. Also man muss schon Mut haben, damit zu fahren, aber ich würde es ganz klar machen. Ganz klar. Und es geht direkt weiter mit dem Königsegg CCXR. Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Aber man muss halt auch trotzdem sagen, jetzt wo wir hier den Apollo gesehen haben, wie normal dieses Auto hier auch wirkt, ne? Crazy, crazy, aber trotzdem super besonders, den zu sehen. Freut mich sehr. Dann haben wir hier noch SLS und sein Opa, Urgroßvater, den 300er SL. Wunderschön hier alle zu sehen. So, jetzt haben wir mal noch einen kleinen Abstecher gemacht hier bei Esser. Der Markus ist auch schon da hinten. Der hat mich jetzt freundlicherweise mal hier reingelassen. Hier unten drunter haben wir wieder wunderschön den CC850 Königsegg, den wir auch schon am Gear Collector Track Day gesehen haben. Den Link packe ich euch direkt mal unten rein. Unfassbar. One-off momentan auf der Welt. Wirklich krass. Wunderschön auch, ne? Hier unten drunter unter der Plane. Ein Traum. Auch echt ein wirklich schöner Stand. Kann man nicht anders sagen. Hier haben wir noch ein geiles Modell vom Königsegg Jesko Track, den wir verrückterweise auch da hinten am Drehen haben. Ne? Crazy, das Auto wirklich mal live zu sehen. Das ist so besonders. Wirklich auch eine absolute Ehre. Und hier, oh, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich das Auto überhaupt sehe. Der Königsegg Gemera. Das erste praktische Auto, kann man eigentlich wirklich sagen, von Königsegg. Ne? Unfassbar. Schaut euch mal diese Silhouette hier an. Ne? Die klassischen Königsegg-Türen, die nach vorne aufgehen, natürlich in einer relativ langen Dimension, dass man auch super entspannt hinten einsteigen kann. Also in keinem Auto, glaube ich, kann man so entspannt einsteigen wie hier, weil man sieht, da könntest du so easy rein oder auch hinten. Das ist super, super, super cool. Das muss so krass sein. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ne? Mega, dieses Auto hier zu sehen. Produktionsstart wird im März sein tatsächlich. Also es geht jetzt endlich los, dass die Autos gebaut und ausgeliefert werden. Hier ebenfalls ein wunderschönes Bild von den Esser-Veranstaltungen. Krass. Wurde auch gerade noch gesagt, die Tür ist tatsächlich 2,18 Meter hoch. Ne? Wenn man mal schaut. Ich, wie gesagt, wieder 1,80. Schon crazy, ne? Ja, Wahnsinn. Also fassen wir nochmal zusammen. Königsegg Gemera, Königsegg CC850 und da hinten noch den Jesko. Unfassbar, oder? Mittlerweile bin ich in Halle 5 angekommen, der Tuner-Halle kann man eigentlich wirklich sagen. Hier überall ist natürlich super laute Musik, deswegen mache ich das direkt auch mal wieder im Schnelldurchlauf. Aber das Auto musst du euch auch mal zeigen, ne? Da habe ich ja den GT4 daheim an. Eigentlich auch mal eine ziemlich coole Variante davon, wobei das tatsächlich ein GTS ist. Und halt mit einem mega Flügel da hinten dran, ne? Ziemlich cool. Hier auch auf Luft. Schon crazy. Aber das muss ich sagen, das gefällt mir besonders gut in meiner Halle, wie bunt gemischt auch alles ist. Ne? Diese wilden Farben, die wilden Varianten, alles da. Ich finde es so geil. Ich bin vielleicht jetzt nicht direkt der Typ, der selber sowas haben müsste, aber es ist einfach wunderschön anzusehen. Das sind halt einfache Kunstwerke. Ja, guckt euch mal das hier an. Das nicht mega aus. Ja, auch die Liebe zum Detail, auch allein schon die Felgenwahl etc. Das ist für mich on point. Wunder, wunder, wunderschön. Ah, auch mal richtig cool, den Klassen Huracan Performante zu sehen, der bei Grip bzw. mit Matthias Malmedy den Rekord auf 400 geschafft hat. Dass Matthias Malmedy endlich mal 400 fahren konnte, hier hinten den 5,2 Liter V10 Biturbo mit 1200 PS eingetragen tatsächlich und 1500 PS Gesamtleistung. Hier sieht man es auch nochmal, 102 in 2,59 Sekunden, unfassbar. Also wirklich eine krasse Nummer. Das Video empfehle ich euch auch auf jeden Fall mal anzuschauen. Das war wirklich krass, weil das Auto hatte, glaube ich, so dritter, vierter Gang immer noch Wheelspin über alle 4 Räder. Jetzt sind natürlich ein paar andere Räder verbaut. Richtige Track-Dinger, brutal. Wahnsinn. Ja, und hier geht es auch nochmal direkt weiter. Das ist halt auch immer echt, also für die Technik begeistern, das ist ja echt heftig. Ne? Das ist mal krass, oder? Junge, Wahnsinn. Zack, und weiter zur nächsten Halle. Da oben wird auch noch das Auto sauber gemacht, auch im Container. Mega geil. Aber das hier muss ich auch nochmal zeigen. Das Auto von Jesse aus The Fast and the Furious Teil 1. Mega, mega, mega cool ist zu sehen. Hier auch noch die Unterschrift von Jesse, von dem Schauspieler Chad Lindbergh. Richtig cool. Ja, mega, oder? Es gibt da ziemliche Vibes für mich, halt auch in meine Kindheit, muss ich sagen. Oh, das ist geil.
Ja, Wahnsinn. Und hier muss ich ebenfalls großes Lob an Lexi Rock sagen, weil man muss wirklich sagen, das ist schon wirklich endkrass. Der G4x4 auf 2 und nebendran der Lamborghini Huracan. Beide in Chrompink. Das sieht schon wirklich krass zusammen aus. Also wirklich endgeil. Dann nehmen wir das krasse Kontrastprogramm. Levella, alle Autos sind schwarz, klassisch. Oh wow, die Jungs von Grey geben auch Vollgas mit einem Ferrari 812 Superfast. Ziemlich krass. Hier dann auch noch mit Ido Performance Felgen. Innen drin wunderschönes Interieur, dieses Auto. Ne? V12 Sauger, 6,5 Liter, 800 PS. Absoluter Traum. Da hinten, oh, da sehe ich gerade, dass die Corvette C8 am Laufen ist. Gehen wir mal vor. Ah, und es geht natürlich nichts darüber, einen Blick zu JP Performance und Alaus einmal zu werfen. Hier für mich jetzt auch das erste Mal die neue Limo 2.0 anzugucken. Das ist halt wirklich beeindruckend. Für die Leute, die das Auto noch nicht kennen, das Auto besteht größtenteils aus Carbon, wie zum Beispiel die Stoßstange vorne, hier der Seitenschweller, die Türen, hinten sogar das Seitenteil komplett gemacht. Und da ist ja auch eine ziemliche Besonderheit, was wirklich super cool ist. All das hier ist Carbon, 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 Carbon. Und schau mal, hier geht das Sichtcarbon dann über in den Schwarzlack. Ist das nicht cool? Also mega, mega mäßig. Wahnsinn. Alles komplett fresh gemacht. Und man sieht hier mit den Hido Performance Felgen, dann innen drin auch einen gemachten Motor etc. Also das Teil wird richtig krass. Jenseits der 1000 PS dann nachher sein. Ein unglaubliches Projekt von Alaus. Und gehen wir mal direkt weiter zu JP Performance mit seinem wunderschönen Porsche 964 Turbo 3,8 Liter von AP Design. Diese Farbe, meine Güte, wie das wirkt, das ist echt der absolute Wahnsinn. Wenn wir auch mal innen reinschauen, ne, mit der Recaro Pole Position, den Details, ne, den komplett auslackierten Innenraum, dann selbst der CAE-Shifter ist pink, genauso der Tacho etc. Das ist schon wirklich super cool. Hier mit den hochglanzverdichteten Felgen, das ist wirklich Wahnsinn. Da seitlich steht es auch drauf, RS 3,8 Liter, brutal cool. Ne. Guck mal, hier sogar die Abgasanlage mit Hitzeschutz eingepackt, einfach nur Wahnsinn. Mega Stand, muss man auch wirklich sagen. Hier kann man auch noch ein paar Poster holen. Hier haben wir das Rest der Rampe-Projekt, was ein bisschen ausgeartet ist. Hier haben wir Musik. Moment, ich gehe mal auf die Seite. Da ist es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Junge, sind das Reifen. Ich sehe Toyo R888. In welcher Größe? Würde mich jetzt selber mal interessieren. In 2,95, so wie wir es auf dem GT4 fahren, fährt er es auf einem E36. Hier Sidepipe innen drin, mega mäßig, oder? Der ist nochmal richtig cool. Hier haben wir den Motor aus dem E36 325, also mit dem Gussblock, der M50, mit Turbo auf 2,8 Liter. Unfassbar, krasses Projekt. Mega geil, wie er da steht. Zentralverschlussfelgen etc. Dann haben wir hier jetzt auch fresh den Supergolf wieder am Start. Auch ein Riesenprojekt, wie ich mitbekommen habe. Sehr viel getan, Farbgebung wirklich traumhaft. Das gefällt mir jetzt richtig gut. Also das ist wirklich geil, gerade auch mit den Bremssätteln. Mega mäßig, absolut endcool. Und hier, das ist wirklich meiner Meinung nach ein absolut perfektes Auto, der R8. Ich hatte es auch gerade noch mit den Jungs von LCE Performance, die gemeinsam mit JP das Auto quasi umgebaut haben. Das ist wirklich, es ist einfach ein perfektes Auto, kann man nicht anders sagen. Wunderschön hier in Schwarz und schaut euch mal diesen Innenraum an. Leute, ist das nicht krass? Also ich finde es unglaublich, also wirklich absolut perfekt. Auch die Farbgebung passend zu den Bremssätteln. Und wenn wir jetzt hier mal nach hinten gehen, wunderschöner Biturbo-Umbau. Audi R8 Biturbo mit TÜV, ist das nicht krass? Also ich finde es absolut traumhaft. Wirklich mega mäßig cool. Ein Stand dahinter haben wir Rotiform hier, mega cool. Hier ist der Sneaker-Store für dein Auto, mega geil. Und gerade dieser Kontrast catcht mich ganz besonders, nämlich den R34 GTR neben dem Ferrari 355. Brutal cool, beide natürlich mit Rotiform-Felgen. Dieser Kontrast blau-rot und eigentlich unterschiedlicher können die Autos eigentlich nicht sein. Das ist wirklich super, super, super cool. Auch super cool, Porsche G-Modell als Offroader. Mega, oder? Schaut euch mal das Teil an. Boah, ist cool. Hab mich gerade schon gewundert, warum hier so viel los ist. Aber das ist tatsächlich dann JP und Konstantin am Brabus G-Klasse von JP. Ziemlich krass. Ich würde sagen, die lassen wir mal machen, aber parallel lassen uns noch mal den Brabus 900 Crawler angucken. Ist das nicht ein wildes Teil? Basierend auf der G-Klasse, aber komplett eigenes Bodykit von Brabus entwickelt, auch nochmal höher gelegt. Und das ist schon wirklich die absolute Endstufe an Offroad-Mobil. Unfassbar. 900 PS, ne? Mal rüberschauen. Knapp 900.000 Euro. Einfach nur krass. Und das hier ist auch immer wieder cool zu sehen. Leck mich, ey. Die Traktor-Puller. Ah, da haben wir auch noch das Schild. Das muss ich jetzt selber mal angucken. Flying Hawk. 3,5 Tonnen Klassen.
Und Continental V12, 2 Stück, auf Alkohol ca. 2500 PS pro Motor. Also wir sprechen dann hier von 5000 PS. Junge, schaut euch mal das Teil an. Guck mal, allein schon noch die Kardanwelle da. Und meine Güte, ist das heftig. Das ist schon echt heftig. Und auch diese Walzen da hinten sind ja schon fast so groß wie ich. Ne? Eine Sache, wo meiner Meinung nach, glaube ich, auch echt zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird, weil es ist ja wirklich endverrückt. Und die absolute Endstufe. Es ist komplett bescheuert, aber es ist doch mal mega cool, oder? Bei LCM müssen wir natürlich auch nochmal vorbeischauen. Den Jungs habe ich super viel zu verdanken. Unter anderem haben sie nämlich das letzte Gewinnspiel mit 20% auf Chiptuning gesponsert etc. Da bin ich wirklich ein tausendfacher Dank. Da haben wir auch schon den Steven, der gerade noch busy ist. Und hier wunderschön der Audi Sport Quattro von LCE komplett neu aufgebaut. Das ist wirklich super, super cool. Diese wunderschönen dunklen Grün hier innen drin in Beige. Alles ist fresh gemacht, auch mit dem originalen 5-Zylinder Turbo. Unfassbar cool. Der Sport Quattro mit dem kurzen Radstand hier. Das ist einfach nur mega. Daneben dran haben wir auch noch Guido Performance mit am Stand. Da drüben haben wir noch den Yusuf. Schauen wir mal, in welchen Autos er da ist. Hier haben wir noch einen N2. Dann haben wir hier noch einen wunderschönen BMW M4 und noch der R8 von LCE Performance. Da winken sie. Servus. Mega, mega cool. So, Freunde, wir haben mittlerweile kurz vor 5:30. Da kommt auch schon die Durchsage, dass die Messe bald schließt. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir eigentlich einen richtig guten Vibe mal von der Messe bekommen. Heute von der Essen Motor Show 2022. Was kann ich jetzt so final zur Messe sagen? Was ist mein Fazit davon? Also man muss wirklich sagen, die Qualität an Autos ist wirklich Sahne. Also sehr, sehr, sehr gut. Auch mit vielen Leuten, denen ich gesprochen habe, die haben auch wirklich positiv darüber gesprochen, wie geil die ausgestellten Autos da sind, was für eine Qualität, was für Liebe zum Detail etc. auch da ist. Der Andrang an sich war schon, ich fand, sehr gut besucht und vor allem, man merkt auch, dass die Leute wirklich Bock darauf haben. Also, dass die letzten Jahre immer so diese Einschränkungen halt da waren und jetzt halt wieder richtig Gas geben wollen. Die Leute sind fresh, die Leute sind motiviert, die Leute sind wild, so wie früher. Und das ist wirklich super cool. Ich kann es euch wirklich sehr empfehlen, auch zur Essen Motor Show 2022 zu kommen. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Damit könnt ihr mich sehr unterstützen. Und wie immer wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Macht's gut und bis dann.